Populistische Leitkultur mit festem Sendeplatz. Tatbestand. Der WDR produziert und sendet ein Machwerk, das Rassismus nicht nur reproduziert, sondern auch verharmlost und mit deutscher Rhetoriktunke so lange überschüttet, dass nun die rechten Hinterbänkler begeistert klatschen. Da war ein Showmaster zu hören, der gerne rassistische Witze erfindet und meint, dass seine früheren Besuche bei Faschingsfesten im Blackface ihn fast schon zur Honorary Person of Color machen. Und der andere, ein Wutbürgerschlagersänger, der über Menschen hetzt, die er nicht in seinem Deutschland haben will. Kuratorisches Nahsehen oder ein Re-Platforming von Antihumanismus. Der Moderator meint sogar, nur die Kritikerinnen seien menschenverachtend. Die verbalen Täter sind nun die armen, reichen Opfer. Wer sich selbst auserwählt, anstatt derer, die man mit Lachen im Gesicht verhöhnt hat, Versöhnung auszusprechen und gleichzeitig Kritiker mundtot machen will, dessen Verfehlungen bleiben ungesühnt. German Hybris Matters. Aber warum wurde dieses politisch verstaubte Ethikgremium eigentlich einberufen? Die Firma Unilever und andere haben August 2020 ein Produkt umbenannt. Es geht aber beileibe nicht um einen Namen mit Tradition. Den nun verworfenen gab es in Deutschland erst seit 1929. Vorher hieß diese klebrig-süße Pampe noch Paprikasauce. Wie wäre es mit einer Diskussion gewesen beim WDR mit Stakeholdern über Fakten, wie das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Roma und Sinti in Berlin einer S-Bahn nahezu weichen musste? Oder wäre das ein zu großer Bruch mit WDR-Traditionen? Erinnern wir uns an das Jahr 2008, als der Sender einen Krimi produzierte, dessen Thema Romas, die ihre Kinder zu Taschendiebstählen zwingen, war. Keinem Roma oder Sinti wurde zugehört. Man ließ die Telefone klingeln, bis das Machwerk fertig war. Die eigentliche Cancel Culture, ein System, bei dem Minderheiten kaum zu Wort kommen, besonders wenn deren Meinung nicht dem Geschmack von Populisten munden. Wir leben in einer Zeit, wo verbale Täter sich aller populistischen Maßnahmen bedienen, um sich vom Täter zum Opfer zu stilisieren. Der WDR ist hierfür nur ein Beispiel von vielen, für die sich gerade bildende Ideologie des Re-Platforming. Diese Ideologie zeichnet sich dadurch aus, dass mittels dem trojanischen Pferd Free Speech bereits ad acta gelegter Antihumanismus wieder hoffähig gemacht werden soll. Man sieht hier, wie viel Free Speech Minoritäten eingeräumt wird, wenn der Geist des Rechtspopulismus eine Plattform gegeben wird. Die deutsche Leitbalkenkultur muss enden.